Eine große Auswahl an regionalen Weinen und viele Infos zur Kultur und Geschichte von Rheinhessen. Das alles finden Besucher im Cuvée 2016. Anlässlich des Jubiläums 200 Jahre Rheinhessen wurde diese Vinothek im hinteren Teil des Gutenberg-Museums am Samstag eröffnet. Mithilfe von Videos, Büchern oder Karten kann der Besucher hier bei einem Glas viel über den riesigen Rebsaft und die Region lernen. Beim Pre-Opening waren sowohl kleine als auch große Gäste da. Der Oberbürgermeister Michael Ebling gab zusammen mit seinen Amtskollegen einen ersten Einblick in das sogenannte Schaufenster Rheinhessens. Das Cuvée 2016, das ist für uns ein Schaufenster von Rheinhessen. Wir haben jetzt das 200-jährige Jubiläumsjahr und das Jahr über wird hier ein Anlaufpunkt sein für touristische Informationen, für Weinerleben, für Informationen zur Region, Kulturprogramm und natürlich auch eine tolle regionale Gastronomie. Die Mainzer Gastrofamilie Ivergen sind die Betreiber des Cuvée 2016. Das Team um Carmel Ivergen serviert im ehemaligen Café Codex passend zu den Weinen regionale Speisen. In kurzer Zeit haben sie die Räumlichkeiten zur Rheinhessen-Info-Vinothek umgestaltet. Alles in allem haben wir in 8 Wochen das hingestellt mit vielen Menschen, die das konzipiert haben, von Anfang an sich Gedanken darüber gemacht haben, wie wird es vonstatten gehen, die Zusammenarbeit. Die gute Zusammenarbeit hat sich bewährt. Ein Blick in die Infovinothek lohnt sich. Veranstaltungstipps und weitere Informationen gibt es unter der genannten Internetadresse.